Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir richtig guten Content von EA bekommen. Nicht nur der Hinweis, dass es ab Freitag sogar wieder weitergeht, also keine Woche ohne Event. Nein, EA drückt da wirklich nochmal auf den Turbo. Wie auch im letzten Jahr, da hatten wir nochmal eine Phase, wo FIFA dann nach dem TOTS nochmal richtig gut wurde und man eigentlich auch bis zum Ende hin durchgespielt hat. Also, Shapeshifters Event ist das nächste Event und das beginnt ab Freitag 19 Uhr. Ich bin mal gespannt, die ersten Vorreiter-SBCs sind ja jetzt gekommen. Momento, die finden wir jetzt nicht unter Team of the Season. Die müssten irgendwo müsste so ein Anmeldebonus sein. Wenn ich den denn finde, hier sind viele SBCs auf dem SBC-Account, den ich noch nicht gemacht habe. Irgendwo muss die sein tatsächlich. Da müsst ihr aber nur ein paar Silberspiele abgeben. Ich finde es jetzt tatsächlich auf Anhieb nicht. Aber es sind auch sehr, sehr viele SBCs am Start. Gut, ich finde es tatsächlich nicht. Warum auch immer, nochmal bei Live gucken. Nicht so schlimm. Ihr wisst ja, was ich meine. Und ja, hier haben wir sie. Tägliches Anmelde-Upgrade. Könnt ihr machen. Es gibt auch unter den Zielen dafür eine Belohnung. Da habt ihr einen Player-Pick quasi mit einer Auswahl von, ich glaube, 3 Spielern, 80 plus oder 81 plus, wie auch vielleicht hier. Da gucken wir nochmal eben. Ansonsten. Heute haben wir eine sehr, sehr interessante, oder wir haben eine SBC, die machen wir jetzt auf jeden Fall. Das ist die 94 plus TOTS SBC und das ist ein Player Pick mit einer Auswahl von 30 Stück. Ich gucke mal nochmal gerade hier, wo das Ganze sich befindet mit der mit den täglichen Anmeldungen. Hier Shapeshifters, Tagesbelohnung und ganz am Ende, wenn wir alles abgeschlossen haben, also macht das unbedingt. Die SBCs sind, glaube ich, nicht teuer. Ein Player Pick, 81 plus, 84 plus, das wird immer besser. 85 plus, 1 von 4 Auswahl, also nimmt das auf jeden Fall mit. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also mit dem Content bin ich sehr, sehr zufrieden. Was allerdings so meinen Verein betrifft und vermutlich auch euren Verein. Ja, da werden die alle ziemlich leer. Also, ich weiß, ihr beschwert euch immer und seid da ein bisschen neidisch immer auf meinen Main-Account, zumindest wenn wir im Livestream sind. Dort haben wir heute, oder beziehungsweise wir haben heute 400 Player-Picks gemacht und jetzt kümmern wir uns natürlich, also mein Verein ist da auf jeden Fall full-stacked mit SBC-Futter. Und hier sieht es auf dem SBC-Account wirklich richtig schlimm aus. Jetzt verstehe ich euch da absolut und ja. Also, wir haben hier die 94er TOTS SPC mit einer Auswahl, es ist ein Player Pick mit einer Auswahl von 3 Spielern und einen, ja, nochmal ein TOTS Upgrade mit einem garantierten 93 Plus aus den Top Ligen, könnte auch sehr geil sein, machen wir dann später in einem separaten Video und dann würde ich sagen, jetzt die 94 Plus Icon, ja, nicht Icon, das wäre schön, Spielerwahl SPC mit dem garantierten TOTS. Und dann gehen wir rein in die erste SBC, preislich, da müssen wir echt unsere Niere verkaufen für Chat. Da müssen wir unsere Niere für verkaufen, circa 380.000 Coins, das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. In der ersten SBC haben wir folgende Bedingungen, wir brauchen mindestens einen Team of the Week Spieler, Teamgesamtbewertung 87, Team Chemie 50 und natürlich 11 Spieler und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür ganze, ja, bis Freitag 19 Uhr Zeit, das einmal abzuschließen. Und dann ist sie erstmal weg, die Chance, auf den ganz, ganz großen Pull. Und das Team, was ihr hier in der Startaufstellung seht, das ist natürlich auch jenes, welches ihr jetzt hier kaufen solltet, wenn ihr gar kein SBC-Material habt. Ich sag euch aber ganz ehrlich, macht vielleicht noch ein paar Upgrade-Packs oder Picks und dann seid ihr eigentlich fein raus. Macht mehr Sinn. Macht mehr Sinn. Meiner Meinung nach. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go. Oh,
Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür circa 176.000 Coins. Und dann würde ich sagen, schauen wir erstmal uns die zweite an, bevor ich hier alles nach und nach abgebe. Da müsst ihr nicht warten auf mich. Ihr könnt ja schon mal reinschreiben, was ihr gezogen habt. Und die zweite SBC hat folgende Bedingungen. Team of the Week oder Team of the Season brauchen wir mindestens einen Spieler. Teamgesamtbewertung 88, Teamchemie 45 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch diese SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür circa 210.000 Coins. Also, das ist nicht ganz so günstig. Und wenn ich hier sehe, was ich hier dafür abgeben muss, ja, das ist wirklich eine halbe Niere plus, weiß ich nicht, noch irgendwas anderes. Den Morata, den braucht ihr natürlich nicht. Die füge ich jetzt alle hinzu. Schreibt mal gerne rein, was ihr gezogen habt. Und ja. Ja, da muss ich halt echt ein bisschen was abgeben. Zum Beispiel Sancho, den ich mal irgendwann aus irgendeiner schönen SBC mal gezogen habe. Natürlich habe ich hier keinen Spieler von gespielt, ist der SBC-Account. Von daher, ja, traue ich dem Ganzen natürlich nicht nach. Bei meinem Main-Account, ja, da hatte ich leider nicht das Glück, einen Eriksen zu bekommen. Den gab es ja irgendwie mal, zwischenzeitlich war das ja ein Fehler und dann hat man den gehabt und dann wurde das ein 93er. Also das war schon echt eine wilde Nummer. Okay. So, die erste SBC, die geben wir ab. So sieht das aus. Hier bekommen wir nochmal ein 30k-Pack zurück. Ist okay, das machen wir dann auch gleich auf. Gehört ja auch dazu. Oder würde ich sagen, machen wir das direkt auf. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen Futter. Ja, immerhin Walkout. Ein Mbappé nimmt man mit. Pogba. Ah, nicht so schlecht. Auch mal jetzt ruhig alles verkaufen. Denn jeder Rare und jeder Non-Rare, die haben schon ihren Wert. Und dann machen wir jetzt die nächste SBC, beziehungsweise das gehen wir auch ab. Jetzt habe ich euch natürlich alles gezeigt, da müssen wir jetzt nicht mehr durchgehen. Ja, auch hier nochmal ein Ehrenpiquet. Ja, schon wild, was man dafür abgibt. Ja, also wir leben auf jeden Fall im Stream noch den Traum von den richtig, richtig großen Pull. Heute haben wir aus 400 Picks, glaube ich, 8 Ultimate Tots gezogen. Also ist auch schon eine echt gute Quote, nur irgendwie der Big Pull will noch fehlen. Ich meine, ja, wir haben jetzt einen Nkunku da schon gehabt, aber es geht noch besser. De Bruyne hatten wir gehabt, Cancelo haben wir gehabt, da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil er auch mein Main-Team nochmal stark verbessert. Übrigens, Main-Team ist heute wieder in Action. Ein bisschen später. Da gehen wir wieder live. Machen wir noch die 8 Division Rivals-Siege. Und jetzt haben wir hier den das Tots-Pack. Oh, das wird schmerzhaft. Ich mach's mit Schablone. Wir machen's mal mit Schablone. Und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken. Also wenn ihr noch ein zweites sehen wollt, wie gesagt, kommt gerne vorbei auf Twitch. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go. Okay, es sind schon mal ein paar Tots-Spieler. Ah, das war mir eine Ecke zu viel, zu schnell und zu viel Rating weg. 95, das wird Laporte sein. 84er Brozovic und 95 ist das Bruno? Ne, warte mal, Bruno kann es nicht sein, da wird es Ruben Diaz sein. Ja. Und so ist es auch. Hey, Hammensäge ist es. Ja, ich nehme hier, weiß ich nicht, was nimmt man denn, Chat? Was nimmt man denn? Karls, wo kommt der denn her? Ich nehme jetzt einfach mal, weil Ruben Diaz, ach, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach hier mal den hier. Das ist ja egal. Also für mich auf jeden Fall ein F. Mit so vielen Coins.
Gut, dass das nur mein SBC-Account ist. Auf dem Main-Account, ich hätte anders geweint. Ich hoffe, ihr habt irgendwas Schönes rausbekommen. Ich drücke euch die Daumen. Gerne mal ein Like da lassen für die mentale Unterstützung hier. Ansonsten kommt gerne vorbei auf Twitch. Ich freue mich auf euch und in diesem Sinne reingehauen, wieder schauen. Peace. Moment. Wir haben noch ein Pack. Das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Nicht, dass man... Was war denn in dem Pack? Lieber eins. Eins Food, was war denn in dem Pack? Ja, das sehen wir jetzt. Ah, nichts. Gute Nacht. Ciao.